Zitat Ultras Dynamo. Pauli auswärts, kein beschissenes Spiel, aber auch kein so richtiges Highlight mehr. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Grund genug also, um mal wieder auf den guten alten Regionalexpress aufzusatteln und gegen Hamburg zu düsen. Morgens 9:30 in Hamburg, während da die einen gemütlich an ihrem Pausensnack knabbern, machte sich der Zugfahrerhaufen auf zu einer Erkundungstour mit völlig planlosen Bullen zu den bekannten Landungsbrücken. Hier zeigte sich erneut der Vorteil von Stadien mitten in der Stadt, denn bis zum Anpfiff war noch massig Zeit und so konnten sowohl Tanke als auch Späti nochmal geentert werden. Drinnen gab es mit Anpfiff erstmal gar nichts außer Protestspruchbänder beider Seiten gegen die unsäglichen Spiele unter der Woche, das Hinterzimmergeklingel bei der TV-Rechtevergabe und die Verbände und deren Funktionäre im Allgemeinen. Wie es bei solchen ereignisarmen 45-Minuten-Standard ist, ergab sich in dieser Zeit wieder jede Menge Schabernack im Gästeblock und dessen Vorhall. So sahen wir uns erstmals aufgrund der geringen Menge an verkauften Tickets mit der Tatsache konfrontiert, dass genau über unserem Gästestehplatzblock der Heimbereich begann. Die Tatsache an sich wäre schon schlimm gewesen und hätte vor 10 Jahren sicherlich zu einem kollektiven Prügelinferno durch motivierte angetrunkene Dresdner Kneipenschläger geführt. Hier gab es jedoch tatsächlich noch Menschen, die noch nie von den hemmungslosen Monstern und Unmenschen aus dem Tal der Ahnungslosen gehört hatten und kräftig am Ohrfeigenbaum rüttelten. Die Quittung folgte unverzüglich, was nun diverse Bullen auf den Plan rief, sich hier als ungebetene Gäste auch noch einmischen zu müssen. Und so folgte ein bis zum Spielende anhaltendes Katz-und-Maus-Spiel. Da wurden hier mal wieder Leute rausgezogen und dort eine Frau verprügelt, was alle Dynamo-Fans wieder ganz kirre machte und ebenfalls zu aggressivem Verhalten veranlasste. Manch ein verpickelter Bullen-Azubi griff gleich mal zur Flasche und sprühte alle um sich herumstehenden Leute mit Pfefferzeug ein. Eine Waffe, die uns Fans nicht zur Verfügung steht und so das Duell zwischen uns und den Affen in Schwarz-Grün oder Blau ungleich werden ließ. Dem wehrhaften Fan blieben nur die umweltgerechten Hartplastebecher, die allerdings an der Panzerung abprallten wie Rücktrittsforderungen an Horst Seehofer. Leider waren bei diesen Auseinandersetzungen einige Festnahmen und Verletzte zu beklagen. Gute Besserung und viel Kraft für die anstehenden Strafen. Besserung wünschen wir auch dem St. Pauli-Fan, welcher auf unserer Tribüne behandelt wurde. Möge das nicht dein letztes Spiel im Stadion gewesen sein. Alle Unterstellungen, Dynamo-Fans hätten diesen mit Urin gefüllten Bechern beworfen, entsprechen nicht den Tatsachen und der Notarzteinsatz war für viele Fans im Gästeblock auch nicht sichtbar, weil die davor positionierten Bullen auch hier wieder mit provokativen Gästen und dem Einsatz von Pfefferspray die Stimmung zusätzlich anheizten. Unfassbar, wie diese Schweine sich am heutigen Tag verhielten und auch vor Frauen und Kindern in ihrem blanken Hass auf Fußballfans nicht Halt machten. Die Stimmung bei uns war dementsprechend zum Vergessen und auch von den Kultfans auf der Heimseite kam wenig überraschend mal wieder nicht viel. Ist halt auch Statement genug, zum voll alternativen antikapitalistischen Verein mit Fanshop-Erlösen im Millionenbereich zu gehen und nicht zu einem dieser Kommerzclubs ohne Herz. Warum da noch den Mund aufmachen? Außer natürlich bei Juneva Bogalun, weil das ist sowas von Gänsehaut. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.